Rosen gehören zu den beliebtesten Gartenpflanzen und haben natürlich auch einen sehr hohen Symbolwert. Und aus dem Grund haben wir ein sehr schönes Rosenbeet angelegt im Botanischen Garten. Das ist übrigens eine Spende des Freundeskreises des Botanischen Gartens. Und was mich an Rosen fasziniert, ist einerseits die lange Geschichte als Gartenpflanze und dass es wirklich fast eine unendliche Anzahl verschiedener Rosensorten gibt. Ich schneide jetzt hier mal so eine gelbe Rose ab, eine gefüllte, um mal zu zeigen, eben was hier wunderschön ist bezüglich der Entstehung dieser gefüllten Blüte. Ich zupfe jetzt mal so ein äußeres Blütenblatt ab und da sehen Sie, das ist so ein normales Blütenblatt, wie man es eben von einer Rose kennt. Und wenn ich jetzt näher an die Staubblätter rangehe, dann finde ich eben Blütenblätter, die hier noch halbe Staubblätter sind. Wenn jetzt eben Staubblätter umgewandelt sind zu Kronblättern, ist es eigentlich ein selektiver Nachteil, weil weniger Pollen zur Verfügung steht. Und das ist für die Lehre toll, aber ich denke auch insgesamt toll, um zu verstehen, wie ist denn die Blüte entstanden unserer Angiospermen.